Moin, moin, liebe Zuschauer und Abonnenten. Ich wünsche euch als erstes einmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffe, dass ihr weiterhin alle gesund bleibt und dass 2021 besser wird als 2020. Ja, was liegt heute so bei mir an? Ich bin immer noch bei zu Ansehen. Der hier ist gerade unterwegs zu Feld 3. Der soll da noch Hafer ansehen. Dann habe ich hier auf Feld 10 ist der Fast Track im Gange. Der sieht hier Mais. Auf Feld 56, da kommen Zuckerrüben hin. Dann ist noch einer hier auf der 46, der ist in den letzten Zügen mit dem Roggen. Und dann will ich nachher noch Baumwolle ansehen. Ich denke mal, Baumwolle kommt, denke mal wahrscheinlich Feld 12 und Feld 17, 18. Dann habe ich noch die 58 und die 60 noch, die ich noch ansehen muss. Die 4 ist auch noch. Da weiß ich noch nicht, was da hinkommt. Da kommt vielleicht nochmal Hopfen hin. Muss ich nochmal sehen. Mal schauen, er hat die Arbeit aufgenommen. Und ja, ansonsten werde ich noch mal kurz bei den Tieren reingucken. Ich muss die Tiere ein bisschen versorgen. Werde ich jetzt nebenbei mal so ein bisschen die Tiere versorgen. Das andere läuft ja alles alleine. Zu schnell gewesen. Bin mal gespannt. Ich vermute mal, das, was ich hier jetzt drin habe, wird nicht mehr reichen. Mein LKW noch mal voll. Ist ja gleich hier nebenan. Reichen für heute. Ah, da fehlt dir nicht mehr viel, na gut. Dann springen wir noch mal schnell zu den Schafen. Da ist er, da will ich hin. Die Schafe noch mal schnell sauber.
sauber machen, brauche ich die gar nicht. Die sind anscheinend noch sauber. Schafe auch erstmal wieder glücklich. Denke mal, jetzt mal gucken, was er hier macht. Der müsste nämlich nachher gleich leer sein. Sehen, er ist auch nachher bald fertig. Weiß gar nicht, ich glaube, der muss nachher die Vorgewände noch. Ja, die Vorgewände muss er nachher noch. Der hat noch ein bisschen zu tun, der ist ja halt gerade eben erst angefangen. Noch ein bisschen zu tun. Dürfte mit der Saat eigentlich auskommen. Ich hoffe ja, dass er hier noch auskommt, aber ich glaube es nicht. Allerdings aber, was ich ja nicht so ganz verstehe, ist ja, ich spiele ja mit Precision Farming und irgendwie verstehe ich nicht ganz, ich habe die Düngerfunktion bei der Drillmaschine abgestellt und trotzdem bringt der anscheinend irgendwie Dünger aus, irgendwie verstehe ich das Ganze nicht. Ich vermute mal, dass es noch ein Bug, den sie ja vielleicht im neuen Jahr nachher fixen werden. Denn so wie hier jetzt, wenn ich hier jetzt aussteige, hier zeigt er mir an, Stickstoff 20 Kilo pro Hektar auf dem nicht gedrillten. Gehe ich aber hier hin, zeigt er mir auf einmal Stickstoff perfekt an.
irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas stimmt da nicht. Na, das war auch genau Maßarbeit da mit dem Baum. Das wird, so wie es aussieht, doch reichen. Er ist ja gleich fertig. Wäre ja auch ärgerlich, wenn er für den letzten Rest noch einmal nachfüllen müsste. Ja, und somit ist das Feld dann auch geschärft. Dann werde ich den nochmal auf den Weg schicken zu Feld 12.
Nein, sowieso nicht gleich so. Ja, aber das will ich jetzt noch mal ausprobieren. Ich werde da jetzt die Düngerfunktion wieder aktivieren, wenn ich sie dann finde. Ah, der hat zwei Kurse drin. Ah, schlecht, schlecht, schlecht. Das passiert mir sonst eigentlich selten. So, jetzt passt das. Da war es, was ich gesucht habe. So. Bin ich ja jetzt mal gespannt. Ich habe da jetzt die Düngerfunktion ja wieder aktiviert. Da bin ich auch mal gespannt, was da dann passiert. Bevor ich den gleich losschicke, sollte ich erstmal alles einmal durchreparieren. Durchreparieren und tanken. So, dann noch einmal schnell tanken. Aber ihr Lieben, was da jetzt passieren wird bei aktivierter Düngerfunktion, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Auf jeden Fall möchte ich mich jetzt nochmal bei euch bedanken, dass ihr euch meine Videos angeschaut habt. Ich möchte mich bei meinen Abonnenten dafür bedanken, dass sie mich abonniert haben. Und hoffe, dass ihr auch in 2021 weiterhin meine Videos guckt. Und bei Gefallen würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar von euch sehr freuen. Und feiert heute Abend schön. Macht's nicht zu doll. Bleibt alle gesund und unverletzt. Und wir sehen uns dann in 2021 wieder.
Bis dann. Ciao.